Moin und herzlich willkommen zu dieser Rezension. Heute möchte ich euch Jack der Monsterschreck, die Zombie-Apokalypse vorstellen. Geschrieben wurde das Buch von Max Brellier, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird leider, und illustriert von Douglas Holgate. Hierbei handelt es sich um einen Comic-Roman, der bei Aas Edition erschienen ist, kostet 12,99 Euro neu und hat in etwa 230 Seiten. Mir wurde das Buch als Rezensionsexemplar vom Verlag zur Verfügung gestellt und vermittelt wurde mir das Buch durch die Meinwunder-Agentur, die halt immer Kampagnen veranstalten für bestimmte Bücher, die sie gerne bewerben möchten. Und da machen eben Blogger und Booktuber mit und drehen da ihre Videos zu oder schreiben ihre Texte. Und da gehöre ich halt bei diesem Buch auch wieder dazu. Für dieses Video werde ich mit einer Aufwandsentschädigung honoriert, was natürlich aber nicht bedeutet, dass meine Meinung gekauft ist, sondern ihr werdet natürlich meine ehrliche Meinung zu diesen Büchern immer bekommen. Ja, hierbei handelt es sich wie gesagt um einen Comicroman. Ich war zunächst etwas enttäuscht, als es bei mir eingetroffen ist, denn ich dachte, es wäre ein reiner Comic, eine reine Graphic Novel, die auch farbig illustriert ist. Aber es ist tatsächlich gemischt Text mit Comic-Swipes, aber in Schwarz-Weiß. Aber diese Enttäuschung hat nicht lange gewährt, denn ich habe es so ziemlich sofort danach auch gelesen, als es hier eingetroffen ist. Denn am letzten Wochenende stand das Booktuber-Treffen in Hannover an. Und für die Zugfahrt habe ich mir eben dieses Buch hier vorgenommen. Und ich habe auch auf der kompletten Zugfahrt habe ich das komplette Buch auf einer Hinfahrt durchgesuchtet. Und es war sehr, sehr schön. Passte perfekt für die Zugfahrt, so was locker, leichtes, witziges zu lesen. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich glaube auch, dass ich vorausgreifen kann, damit ihr auch so ein bisschen wisst, in welche Richtung das Ganze geht. Wer Gregs Tagebuch sehr, sehr gerne gelesen hat, diesen Humor mag, der wird auf jeden Fall Jack der Monsterschreck auch sehr, sehr gerne mögen. Auch von der Art und Weise, wie das Ganze eben aufgemacht ist, weil es eben ein Comicroman ist. Aber ich finde, Jack der Monsterschreck hat auch noch einige andere Vorzüge gegenüber Gregs Tagebuch. Ja. Kommen wir erstmal zum Inhalt, worum geht es eigentlich? Wir treffen hier auf Jack. Jack ist ein Waisenjunge, der von Pflegefamilie zu Pflegefamilie weitergereicht wird, bis eines Tages riesige Monster und Zombies die Welt übernehmen und er sich auf einmal alleine durchschlagen muss. Er hat sich in ein Baumhaus geflüchtet und einzig sein liebstes Hobby, das Gamen, das Zocken, hat ihn irgendwie ganz gut vorbereitet für diese Zombie-Apokalypse und er schwingt sich irgendwie als Held auf und pflügt sich irgendwie so durch und fotografiert auch sehr, sehr gerne und macht viele Schnappschüsse von verschiedenen Zombies, von verschiedenen Monstern. Er muss natürlich auch für Nahrung sorgen und für Schutz, aber er ist auch ziemlich alleine und er möchte auch unbedingt zu seinem besten Freund Quint irgendwie wieder Kontakt aufbauen. Die haben sich nämlich verloren, hatten aber Walkie-Talkies und dieses Walkie-Talkie will er wieder heil machen. Außerdem hat er eine Beschäftigung gefunden, nicht nur das Fotografieren, sondern, ich habe mir hier sowas markiert, er hat sich Trophäen apokalyptischer Glanztaten ausgedacht. Die hat er hier uns aufgemalt. Zum Beispiel gibt es eine Trophäe, Irrer Hutmacher, schnapp dir 5 Zombies die Hüte weg. Oder Trophäe Spitzenläufer, schlag einen Zombie im Wettrennen. Oder es gibt noch ein Selfie mit einem Zombie oder ein Monster-Rodeo und so weiter und so fort. Aber die größte Heldentat, die größte Trophäe würde er dafür bekommen, wenn er eine Jungfrau in Nöten rettet. Und das ist sein großer, großer Traum und sein großes, großes Ziel. Und zwar nicht irgendeine Jungfrau oder irgendein Mädchen, sondern das ist die June del Toro, die er unbedingt retten möchte, die sein Schwarm ist und er glaubt, sie braucht ihn unbedingt. Ja, aber erstmal muss er halt Quint, seinen besten Freund, aufsuchen und zusammen versuchen sie sich halt durchzuschlagen und es kommen aber auch noch einige andere
Mitglieder, die halt zu dieser Crew nachher gehören, dazu. Unter anderem einen Monsterhund und irgendwann treffen sie halt auch auf June. Ja, wie das Ganze passiert, das müsst ihr natürlich selber lesen. Das Ganze ist sehr, sehr flapsig und sehr, sehr frech erzählt. Es ist eben aus der Sicht von Jack erzählt, der uns diese Geschichte erzählt. Sehr, sehr umgangssprachlich. Er ist so ein Draufgänger-Typ, der sich schon ziemlich cool findet. Das ist auch so ein Plappermaul, der gerne auch rumquatscht. Aber ja, dahinter steckt doch irgendwie was Sensibles und doch etwas Ängstliches natürlich. Und es geht auch so ein bisschen darum, ja, Vorurteile zu hinterfragen bzw. nachher Vorurteile niederzulegen, ob die Jungfrau in Nöten tatsächlich seine Hilfe braucht und ob er der typische Held ist. Dann gibt es noch Quint, der eben so ein Tüftler ist. Dann gibt es eben den einen Schlägertypen. Auch da wieder die Vorurteile, der vielleicht auch nicht nur ein Schläger ist. Und wir lernen natürlich auch June kennen. Ja, also es geht viel um Freundschaft. Aber natürlich ist es hauptsächlich Action, Witz und so ein bisschen Zombie-Gemetzel. Also es hat sehr, sehr viel, was Kinder ziemlich cool finden, glaube ich. Und auch mich hat das Ganze total angesprochen. Ich bin jetzt nicht so jemand, der unbedingt Action braucht. Aber die Komik in diesem Buch, diese Sprachkomik und ja, dieser Slapstick auch da drin, der hat mich tatsächlich angesprochen. Das ist nicht in jedem Kinderbuch so, dass mich der Humor anspricht. Aber hier hat er mich tatsächlich angesprochen und ich musste öfters mal schmunzeln und grinsen und mal auflachen zwischendurch. Es gibt dazu tatsächlich sogar im Moment eine Serie, die auf Netflix gerade angelaufen ist. Da habe ich auch mal reingeschaut. Allerdings ist das halt also eine typische Action-Zeichentrick-Serie, die für mich das Ganze noch ein bisschen trashiger macht. Also es ist zwar ungefähr der gleiche Humor und auch die Geschichte ist sehr nah am Buch geblieben und auch die Optik ist ähnlich, aber ich fand das Ganze ein bisschen oberflächlicher, noch ein bisschen alberner. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber hier in dem Buch fand ich das doch ein bisschen passender und hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Serie oder die Zeichentrickserie auch gut ankommt bei jungen Jungs oder Mädels. Und ja, ich habe auf jeden Fall den Anfang geguckt und ein bisschen durchgesäppt und mir mal so die Art und Weise angeschaut. Es geht tatsächlich auch eine Stunde lang. Also es wird das ganze erste Buch in einer Folge ja, gezeigt. Es kommen aber auch noch weitere Bände, das heißt auch noch weitere Folgen der Serie. Ich glaube, bisher sind zwei weitere Bände geplant. Jack der Monsterschreck und die Zombie Party und Jack der Monsterschreck und der König der Albträume. Ja, von der Thematik und vom Humor und von der Erzähltechnik hat es mich sogar auch ein bisschen an Zombieland erinnert, an den Film. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Auch sehr, sehr zu empfehlen, wenn man so Zombie und Komödien mag. Richtig, richtig klasse. Also so hat mir das tatsächlich daran erinnert. Und ja, fand das Ganze sehr, sehr rund. Das Einzige, was mir so gefehlt hat, was aber eventuell noch in den folgenden Bänden reinkommen könnte, ist halt so ein bisschen mehr Tiefe. Aber gut, das erwartet man von solchen Büchern nicht. Aber was ich mir halt auch gewünscht hätte, wäre eventuell so eine kleine Erklärung, woher kommen die Zombies eigentlich? Woher kommen die Monster? Und warum eigentlich Zombies und Monster? Ja, ich hätte da jetzt nichts Großartiges, logisch oder tiefgehendes gebraucht, aber irgendeine Erklärung, wie oberflächlich die auch sein gemocht hätte, kam hier halt eigentlich gar nicht drin vor. Aber es ist der erste Band. Hier werden erstmal die ganzen Figuren eingeführt, die werden zusammengeführt, es entsteht eine Crew. Und ja, die Illustrationen haben mir wirklich auch sehr gut gefallen, hat zum Humor total gut gepasst. Es gab immer so natürlich Sprechblasen, aber auch immer Erklärungen von Jack. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas finde, was ich euch zeigen kann. Natürlich nicht. Hier doch zum Beispiel so mal so Steckbriefe von den Personen. Hier zum Beispiel Quint. Und da gibt es dann immer so teils Haare riechen wie Butterpopcorn aus dem Kino.
Unsportlerfüße, trägt einen Laborkittel als Jacke andauernd. Also insgesamt sehr, sehr unterhaltsam und ich glaube, dass junge Mädels und Jungs besonders darauf abfahren werden, die es cool mögen, die es witzig mögen und ich kann es auf jeden Fall auch Jungs und Mädels empfehlen, weil hier eben eine starke Mädelsfigur auch noch mit reinkommt später und eben mit diesem Vorurteil, dass Mädels gerettet werden müssen, halt auch noch mal ein bisschen aufräumt. Und ja, irgendwie ist für jeden etwas dabei. Und ich bin nicht abgeneigt, mit dieser Reihe weiterzumachen. Mal schauen, ob ich tatsächlich weiterlesen werde. Ich finde aber auch, dass das Ende so rund war, dass man auch im Grunde aufhören könnte. Also man muss auch nicht diese Reihe jetzt weiter verfolgen. Und ja, ich finde es schön, dass es hier so verschiedenste Charaktere mit verschiedenen Stärken hat. Das Superhirn, der Plapper-Actionheld, der Muskelprotz. Aber trotzdem haben die auch immer noch ihre eigenen kleinen Facetten. Zum Beispiel hat der Muskelprotz auch einen totalen grünen Daumen und züchtet erstmal Tomaten. Also ja, sehr, sehr niedliche Details. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr erzählen. Ihr wollt ja auch ein paar Geheimnisse, ein paar Details selber entdecken, wenn ihr das Buch lesen wollt. Tut das auf jeden Fall, wenn euch diese Thematik oder diese Art von Erzählungen auf jeden Fall interessiert. Und wenn ihr das Buch schon kennt oder die Serie, dann schreibt gerne in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat oder ob es euch jetzt angesprochen hat, ob ihr sowas gerne lesen würdet. Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!